Hi zusammen, das ist mein Anleitungsvideo zum Zurücksetzen des Samsung Galaxy S5. Das ist hier das neue Gerät, wie ihr sehen könnt, auf die Werkseinstellung. Und es ist wirklich ganz einfach, man sucht sich nur manchmal bei den vielen Funktionen ein bisschen den Wolf, wie man so schön sagt. Und dementsprechend möchte ich euch das gerne hier mal zeigen. Ihr geht einfach auf den Menü-Button und in die Einstellungen, also ihr habt einen Shortcut am Desktop, und scrollt runter bis zu Benutzer und Sicherung. Und hier haben wir den Button Sichern und Zurücksetzen. Ruft den auf und sagt dann hier auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, die Daten vorher zu sichern, irgendwie in der Cloud oder wie man das heutzutage nennt. Machen wir jetzt hier nicht. Wir sagen einfach auf Werkseinstellung zurücksetzen. Da kommt nochmal eine Sicherheitsabfrage. Und da sagen wir Gerät zurücksetzen. Und dann kommt nochmal eine Frage. Und dann sagen wir wirklich alles löschen. Und danach beginnt es dann. Und es dauert einen Moment, bis das ganze Gerät wirklich zurückgesetzt ist. Wie ihr sehen könnt, ist er jetzt hier am Arbeiten und führt die Zurücksetzung durch. Hier natürlich auch noch. Und dann heißt es eigentlich einfach abwarten. Und wenn der Prozess erfolgreich durchgelaufen ist, bekommt ihr gleich als beim Hochfahren einfach das Gerät, als wäre es gerade ausgepackt, einfach als neues Gerät und es muss komplett eingerichtet werden. So, er sollte gleich fertig sein, fährt jetzt gerade noch hoch. Ja, braucht man einen Moment länger. Das ist halt immer diese erste Konfiguration dann nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung. Da braucht er dann noch mal einen Moment. Also einfach abwarten. Wie ihr sehen könnt, das ist ein EU-Import, mein Handy. Muss man dementsprechend, wenn man es dann wieder einrichten möchte, natürlich auf die bevorzugte Sprache einstellen. Genau. Aber vom Prinzip her war es das. Also Werkseinstellungen zurücksetzen, ganz easy, mit dem Samsung Galaxy S5. Ciao.